Feuerwehrnotruf. Wo ist der Einsatzort? In der Klarastraße. Thomas Beiser ist mein Name, im Getränkemarkt. Meine Frau ist schwer verletzt. Sie wollte Bierflaschen wegmachen, die runtergefallen sind und wurde da geschubst und ist mit den Armen voll in die Bierflaschen. Jetzt hat sie überall Glasscherben in den Armen und es blutet sehr, sehr stark. Bitte, Sie müssen so schnell wie möglich jemanden herschicken. Haben Sie gehört? Herr Beiser, ich bin bei Ihnen und die Rettungskräfte sind bereits alarmiert. Ich hab's Gefühl, sie verblutet. Sie verliert sehr, sehr viel Blut. Alles ist voller Blut hier am Boden. Herr Beiser? Schatz, bitte bleib bei mir, komm. Hier, die Jugendlichen sind auch immer noch im Laden. Mach doch mal, dass ihr rauskommt! Herr Beiser? Ja? Fragen Sie bitte Ihre Frau, ob ihr schlecht oder schwindelig ist. Sie verblutet. Sie verliert sehr, sehr viel Blut. Alles ist voller Blut hier am Boden. Herr Beiser? Schatz, bitte bleib bei mir, komm. Welche Vorerkrankungen hat Ihre Frau? Sie hat Herzrhythmusstörungen gehabt. Daraufhin nimmt sie Blutverdünner, Makoma oder sowas. Oh Gott, so viel Blut. Die Kollegen sind gleich vor Ort. Hört auf zu filmen! Hört auf zu filmen, nach dass sie rauskommen! Versuchen Sie sich zu beruhigen. Ich bleib so lange am Telefon. Sollte sich mit Ihrer Frau irgendwas verändern, sagen wir bitte sofort Bescheid. Hallo? Wieso steht ihr jetzt hier so irgendwie vor dem Getränkemarkt? Wir sind die Zürcher heute. Ach ja, ist es so. Ist es so. Okay. Und da drin ist jetzt eine verletzte Person. Ja. Noch jemand im Krankenwagen? Bitte? Neun von euch. Kommt einmal. Man darf in den Laden sowieso nicht rauchen, von daher, Kollegin, was ist denn hier los? Also, die Kiste ist umgefallen. Ja. Sie hat jetzt versucht, das wegzumachen. Und dann wurde sie von einem der Jugendlichen geschubst und ist halt voll mit dem Arm rein. Von einem der Jugendlichen, die jetzt hier der Türsteher machen, oder was? Soll ich durchbrechen und weggehen? Gerne mal ein Stückchen auf die Seite, danke. Sie nimmt Blutverdünner, deswegen ist es so viel Blut. Ja, Blutverdünner. Okay. Warum? Wissen Sie das? Sie hatte mal Herzrhythmusstörungen und seitdem nimmt sie das. Sie sind der Ladenbesitzer, oder? Ja. Gucken Sie mal bitte da draußen, da ist so eine bisschen müde Meute, dass Sie die am besten mal wegschicken. Also ein bisschen möchte gerne Türsteher, die wollten uns nicht reinlassen. Genau. Naja, wenn sie am besten schicken Sie die mal aber weg. Aber passen auf, dass Ihnen nichts passiert dabei. Ja, eine kannst du doch geben, Bruder. Ja, eine wenigstens. Ihr habt doch genug getrunken, oder nicht? Ja, wenigstens eine. Dann geben wir. Trotz allem. Geht ihr dann? Geht ihr dann? Versprecht ihr es? Wir kommen eine Stunde wieder. Aber die kommen wieder. Dann nimmt die eine und geht. Okay, danke schön. Das ist von Treffen, Mann. Danke, Mann. Die kommen gleich wieder. Sorry noch ein bisschen. Ja, sorry. Ciao. Die kommen gleich wieder. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle standen vor dem Getränkemarkt bereits mehrere Personen rum. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, nur wo wir halt an denen vorbei wollten, haben sie sich uns massiv in den Weg gestellt. Das ist natürlich hier, wenn man solche Leute hat, die so verständnislos agieren und halt völlig selbstsüchtig einfach nur handeln und sämtliche Behandlung boykottieren, die man da eigentlich durchführen möchte, ohne dass es sie tatsächlich auch betrifft, macht einen natürlich wütend und irgendwie auch immer noch fassungslos, auch wenn man das mittlerweile ja leider etwas gewohnt ist. Hey, yo, hi, was ist denn hier los? Ja. Vielleicht könnten Sie mal irgendwie nach vorne gehen und die Jugendlichen mal irgendwie bis zur Seite schicken. Wir sind gerade live hier im Getränkeladen. Alles gut. Ist alles cool? Nein, ist nicht cool. Warum was denn was sagen Sie hier zu der Situation? Wir sind gerade da. Würden Sie sagen, dass das ein medizinischer Notfall hier sein könnte? Lass uns einmal auf den Laden hier zu. Nein, wir müssen das einmal schnell. Nein, wir haben genug Ärger für einen Tag gemacht. Social Media. Leute, wir müssen das einmal einstellen. Wenn die Patientin ist lebensbedrohlich verletzt. So, wenn ihr hier noch einmal filmt, aber der Rest muss sofort die Polizei. Das heißt, ihr geht einmal nach da vorne. Möchtest du das Handy auch noch abgeben oder möchtest du es behalten? Hallo. Die alkoholisierten Jugendlichen machen sich einen Spaß daraus, die Rettungsspezialisten bei der Versorgung ihrer stark blutenden Patientin zu behindern. Doch Notfallsanitäter Philipp Stehling ist speziell in Deeskalation ausgebildet und somit in der Lage, diese Situation zu meistern. Raus! Ihr wartet hier und schwingt ein Bier mit! Schwingt ein Bier mit! Hier raus! Was für eine Aktion hier? Können Sie mir jetzt sonst noch was erzählen? Vorerkrankung, Herzrhythmusstörung, Medikament nehmen Sie, Makoma, haben Sie sonst irgendwelche Allergien, irgendwas bekannt? Nein, Schwangerschaft auch nicht. Gut. Patienten, die Gerinnungshemmer einnehmen, sagt schon der Name Gerinnungshemmer, die Gerinnung ist deutlich gehemmt, also deutlich verzögert und dementsprechend muss man halt auch deutlich schneller handeln bei Blutungen, weil sie halt nicht, wie gesagt, von selber aufhört, zeitnah. Und ja, hier war es jetzt auch noch mit Schnittverletzungen, Scherben steckten in den Wunden, wir wurden permanent gestört. Die Versorgung muss auch vorsichtig passieren, dass man die Scherben nicht verschiebt, die Blutung eventuell noch stärker macht. Der andere Arm, da scheint die Scherbe einmal komplett durchzugehen. Okay. Könnt ihr die vielleicht rausziehen? Das geht leider nicht.
Die Scherbe muss im Krankenhaus entfernt werden. Gut, genau. Also wir lassen auf jeden Fall alle Scherben drin stecken. Vor allem die eine in der linken Hand, die ist ja anscheinend durch, wie es aussieht. Wichtig ist für uns, wir lassen sie stecken, denn es kann natürlich sein, dass schon Gefäße kaputt sind. Wenn wir jetzt die Scherbe rausziehen, fängt es erst richtig an zu bluten. Die Scherbe hält die Gefäße noch zu, deswegen lassen wir es drin. Wenn es nicht blutet, ist es für uns erstmal gut. Wir passen auf. Arm ist soweit gut abgebunden, haben sie sehr gut gemacht. An der rechten Seite geht es. Es ist einigermaßen oberflächlich. Und es war jetzt hier mit den Bierkisten. Die ist da reingestürzt, reingestolpert. Wie war das? Ich hab's jetzt... Ja, die hat's weggemacht und dann wurde sie von einem von den Jungs geschubst. Das ist ein bisschen gepolstert, ist das erträglich für sie? Ich hab's auch nicht alles komplett, ich stand da hinten. Mein Gott, lass doch jetzt! Schatz, der geht nicht. Ist schon besser. Geht's bei Ihnen einigermaßen gerade? Nee, sieht echt nicht gut aus. Oh, ey, echt jetzt. Ey, ist das dein Ernst? Ja. Komm, du hast gesagt, es geht. Ich wollte nur fragen, pass auf. Moment, wir klären das mal ganz kurz. Keine Interviews, hier gibt's auch keine Fragen. Leute, jetzt Schluss mit uns einmal nach draußen. Bitte kurz raus. Ruhiger. Ab raus mit dir. Ja. Ich wollte nur fragen, ob der Frau noch gut geht. Ich hab mich Sorgen gemacht. Am besten geht's ihr, wenn ihr jetzt nicht groß stört. Okay, dann gib mir mein Handy. Ich hab's genau. Wie gesagt, wir haben hier drin eine Patientin, der geht es nicht gut. Ihr bleibt bitte jetzt draußen. Ihr habt jetzt mehrfach gestört. Das heißt, uns reicht es jetzt. Wir bleiben hier drin. Ihr draußen. Gut. Ja, es ist nicht der einfachste Einsatz. Der Patientin geht es zum Glück erstmal gut. Aber so Leute wie die, das brauchen wir überhaupt nicht im Einsatz. Es stört dann noch mit dem Handy. Es ist wirklich ein No-Go. Wir gucken jetzt aber erstmal, dass wir uns mit der Patientin noch auseinandersetzen. Ja, wir haben hier eine Patientin mit einer massiven Schnittverletzung. Die nimmt Gerinnungshemmer, dementsprechend blutet es halt auch. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir sie soweit hier versorgen können. Und haben hier leider ein paar renitente Jugendliche, die unsere Pläne hier pausenlos durchkreuzen. Und jetzt mal gucken, was wir mit denen machen. So, ich schaue mir mal parallel hier die Hand ein bisschen an. Ja, müssen wir gucken, wie wir das jetzt am besten verbinden. Bei dem Folie haben sie es durch. Die ist da durch, ne? Oh, das ist ja wie im Affenhaus. Ja, sag ich ja. Alles gut. Nee, bleiben Sie weg da, nicht, dass Sie noch irgendwas werfen. Gut, solange oder so. Gitter zu sind, ist ja alles entspannt. Irgendwann kamen wir an dem Zeitpunkt an, dass die Störenfriede so derart gestört haben, dass wir da entsprechend mal durchgreifen mussten. Einfach mal zur Seite schieben, am besten raus, weg vom Geschehen. Haben gehofft, dass das Ganze ohne Polizei erstmal vonstatten gehen kann. Okay, was machen die Werte? Der Druck war ja noch immer. Nee, der Druck ist ja 100. Ab, den müssen wir. Also ja, der war noch der, also der letzte Druck. Was, ey? Moment, hier drüber. Wie kann man sich so benehmen, ey? Das ärgert mich. Hier ist es ja bis dahin ganz gut gelaufen. Ich meine, wir hätten mit Sicherheit früher die Polizei dazuziehen können. Aber wir hatten doch die Hoffnung, dass sich das Ganze nach dem ersten Übergriff im Prinzip erledigt hatte. Ich verstehe es auch nicht. Früher war es wenigstens so. Ab einem gewissen Punkt haben die Leute verstanden, ist es jetzt kein Spaß mehr und sind dann gegangen. Wenn Sie so lieb sind, können Sie die... Danke. So, wie machen wir das jetzt am besten mit der Hand? Wollen wir das irgendwie mit der Rolle fixieren? Ich würde das jetzt hier polstern, genau. Das ist eine super Idee. Wir versuchen jetzt, Ihre Hand zu versorgen, ja, damit diese Scherbe sich nicht bewegen kann und Ihnen auch nicht noch mehr Verletzungen zufügt. Fremdkörper, die irgendwo in Körperteilen stecken, sollte man auch da belassen, weil beim Eintritt gegebenenfalls Blutgefäße verschlossen werden, die man durchs Rausziehen wieder öffnet und dann hat man sich Blutungsherde geschaffen, die halt nicht sein müssen. Sieht jetzt ein bisschen spektakulär aus. Die Schmerzmittel müssten gleich wirken. Wenn Ihnen übel wird, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Leider war es aufgrund der Gesamtsituation so, dass wir die Patientin nicht so schonend in den RTW verbringen konnten, wie wir das eigentlich vorhatten. Wir haben die Patientin nur zeitverzögert behandeln können. Es sind uns halt wichtige Minuten dabei verloren gegangen. Und da sage ich ganz ehrlich, die Nummer geht auf Kosten dieser Jugendlichen, die wirklich völlig empathielos da gehandelt haben und wirklich alles blockiert haben, was sie nur blockieren konnten. Ganz langsam, ne? Hat einer von euch die Tür hinten offen gelassen? Welche Tür? Sag mir bitte nicht, dass hier irgendwie... Nein, hier gibt's nichts zu sehen. Mama, wieso sitzt ihr denn bei uns im Auto? Wie kommt ihr jetzt da rein? Katja, hast du sie? Wir müssen sie erstmal kurz her. Einmal bitte raus aus dem Fahrzeug. Das kann doch nicht wahr sein. Sie gehen jetzt am besten mal ein Stückchen weg. Komm. Thomas, was ist da los? Nicht so eilig. Ja, aber hallo. Hey, hey, hallo. Was ist hier los? Laut ich. Hallo. 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 Einmal raus, ich bin an. Was ist denn hier los? Guck mal, was ist denn hier los? Du musst einmal nach draußen. Einmal bitte nach draußen gehen.
gehen. Vorsicht, Stufe. Okay, einmal draußen bleiben. Handy, wir kurz abnehmen. Dankeschön. Einmal. Ein bisschen Kita. Bitte. Ich hol dich wieder. Ich hol dich. Einmal bitte nach draußen. Schlübe. Hey, der ist wieder. Schlübe. Schlübe. Ich bin Arzt. Vorsicht, Stufe, Stufe, Stufe. Ist egal, Schlübe. Vorsicht, Achtung, Stufe. Okay. Ja. Nicht aufpassen, ja. Nicht aufpassen. Ich hab mit den Leuten. Seid ihr wahnsinnig? Ich bin schon wieder. Ey Leute, jetzt ist wirklich Feierabend. Feierabend hier. Bisschen Kater, bisschen Spaß. Es ist jetzt keine Seltenheit, dass man im Einsatz gestört wird, aber so penetrant, wie die Jugendlichen da ankamen, in dem Alter erwartet man, dass sie noch ein bisschen Gehirn haben, aber irgendwie war das wahrscheinlich zu viel verlangt. Und gerade dann, wenn die Patientin noch kritisch ist, ist es irgendwie nicht gerade witzig und unterhaltsam. Wisst ihr überhaupt, was ihr hier gerade angerichtet habt? Was haben die Kater? Was haben die denn gemacht? Was denn? Nichts Schlimmes. Die Patientin, der geht's richtig schlecht. Ja, uns auch, deswegen so. Ja. Romosina hat nichts anderes zu tun, als uns permanent während der Behandlung zu stören und dann zusätzlich noch in den RTW die Abfahrt der Patientin zu verhindern. Gib uns einfach was, Kater. Krieg alles auf. Hey, habt ihr die Autos meiner Frau gesehen? Krieg Autos auf. Das geht schon. Das wird schon. Anders, BHs. Kriegst du deine Hose genauso gut auf den RTW? Wie bitte? Kriegst du deine Hose genauso gut auf den RTW? Ja, klar. Besser als deine. Mal gucken. Gut. Er geht einfach. Bitte geht einfach nach Hause. Auf jeden Fall habt ihr euch gerade einem Straftatbestand schuldig gemacht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Polizei dazu holen. Guck mal bitte, dass ihr ein bisschen zur Seite kommt. Wir wollen Spaß haben. Stört und wir weiterarbeiten können. Ist es okay für euch? Und dann okay ist, wenn wir Keta bekommen. Die jungen Erwachsenen wollten Esketamin bei uns aus dem RTW klauen. Esketamin ist ein sehr, sehr starkes Analgetikum, entsprechend Schmerzmittel, was wir auf dem RTW haben, um Leute starke Schmerzzustände zu nehmen. Viele Leute nehmen das Ganze, um einen vermeintlichen Rausch zu bekommen. Esketamin macht stärkste Zustände von Halluzinationen. Deswegen kann man davon nur abraten, aber die Jugendlichen wollten es entsprechend einmal aus dem RTW entwenden. Die Clique hat durch ihr rücksichtsloses Verhalten zudem die weitere Behandlung und Abfahrt der Patientin ins Krankenhaus massiv verzögert. Doch glücklicherweise ist es den Spezialisten gelungen, die Frau des Ladenbesitzers zu stabilisieren. Während Ehemann Thomas dem Rettungswagen in die Klinik hinterherfahren will, fordert Sanitäter Thomas Schmidt polizeiliche Unterstützung an. Leitstelle von RTW kommen. Hier eskaliert das Ganze, ja. Am besten zwei Streifen kommen. Ja, ist verstanden. Schicke ich euch raus. Okay. Es reicht jetzt, habt ihr verstanden? Ja, ist gut. Ja. Macht, dass ihr wegkommt. Von dem Streit, der zwischen dem aufgebrachten Getränkemarktbesitzer und den Jugendlichen neu entbrannt ist, bekommen die Spezialisten nichts mit. Sie haben gerade eine andere Sorge. Ihrer Patientin geht es plötzlich derart schlecht, dass sie die Fahrt in die Klinik nicht antreten können. Noch dazu verzögert sich wegen einer Großdemo in der Stadt die Ankunft der Polizei. Alles okay, alles okay, scheiße. Ja. Ey, Mann, was hast du gemacht, Alter, was hast du gemacht? Mann, Elias, das ist alles Mann, deine Mann. Schuld, nur weil du dich einfach nur nicht benehmen kannst. Das ist deine Schuld, Mann, Alter. Er ist doch gekommen, er hat doch gekackt. Ich hab Kopfschmerzen, Mann. Was, ich bin gekommen, ey. Alter, ich schwöre, ich zeige dich an, Junge, was hast du gemacht? Du willst mich an, ich mach die ganze... Geht's dir gut? Egal. Hilfe holen. Egal, ja, ey, geht's dir gut? Lass sie mal in Ruhe, Mann, chill mal jetzt. Nein, sie soll sich hinsetzen, hallo. Es ist einfach nur so weh, ich hab Kopfschmerzen. Wir wahrscheinlich die Gehirn an. Guck mal, ob der RTW noch geht's dir gut? Seid jetzt bitte vernünftig. Ich geh Hilfe holen, ja. So, wir fahren sie dann in die Klinik. Kann nicht mehr lang dauern, gell? Wo sie zeitnah sozusagen dann im Krankenhaus sind. Also, Polizei ist unterwegs. Ja, ich sag, dass wir jetzt gucken. Meine Fresse! Was ist denn hier, ey? Was soll das denn hier? Ich brauche Hilfe, meine Freundin wurde ausgenockt. Wurde ausgenockt von diesem Ladenbesitzer. Schnell, ich brauche Hilfe. Ladenbesitzer. Ja, bitte. Wir haben hier leider gerade noch eine Patientin. Wie noch eine Patientin? Hey, kommt jetzt mit, Mann. Ich brauche Hilfe. Wenn du Hilfe willst, pack das Messer. Sofort das Messer weg. Das Messer legst du das Messer dahin. Ich brauche Hilfe, Mann. Ja, aber ohne Messer. Okay, Mann. Okay. Und zurück. Zurück. Ja, ist gut. Ja, ja, ist gut. Da hast du recht, ist gut. Sie braucht Hilfe, bitte. Katja. Hol ich meinen zweiten RTW.
Als Rettungsdienst möchte man eigentlich jedem nur helfen, egal wer es ist und egal was passiert ist und in welche Rolle diese Person jetzt war. Und wenn man dann noch bedroht wird, ich meine, wir sind ohne Waffen, wir können uns jetzt nicht direkt wehren, als jetzt nur mit den Fäusten, aber selbst das ist keine gute Option, besonders dann, wenn man uns Waffen entgegenhält. Und da muss man wirklich versuchen, den kühlen Kopf zu bewahren und die Situation irgendwie zu regeln. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Ja, wo bleibt ihr? Ja, was, wo bleiben wir? Wir haben hier noch jemanden versorgt, falls ihr blind seid. Wir haben einen Ellenbogen von ihm bekommen. Was ist das Problem? Ist soweit erstmal stabil. Also Notärztin ist da. Die Lage ist alles gut, Schatz. Ja, ich habe gerade eben einen Ellenbogen von dem da bekommen. Ist abbekommen? Ja. Okay. Okay. Einfach. Ich ins Tisa bitte die Maske an. Aber richtig aufs Maul. Könnt ihr mal irgendwie rausgehen? Wenn ihr jetzt schon gerade vorhin gestört habt, dann stört bitte nicht jetzt. Das wäre die beste Hilfe. Ich muss hier bleiben, bitte. Dann kannst du hier bleiben, gehst ein bisschen zur Seite, aber alle anderen mal alle bitte anderen raus. Alle anderen bitte einfach nach draußen. Gehen Sie ruhig alle nach draußen. Die beste Hilfe ist jetzt einfach mal nicht zu stören. Genau. Das wäre die beste Hilfe für uns alle. Sie können auch kurz draußen warten, nur er bleibt einmal kurz. Ein bisschen hin, ja? Okay. Alles gut. Ja, ist gut. Gut. Aber ein bisschen Abstand halten. So. Alles klar. So. Man muss sich das Ganze mal vorstellen. Die Jugendlichen verhindern auf der einen Seite die ganze Zeit die Behandlung unserer Patientin. Und dann die eigene Freundin aus den eigenen Reihen, die so einen leichten Schlag auf die Nase bekommt, der wesentlich weniger dramatisch war als die erste Patientin. Wenn da irgendwas in den eigenen Reihen ist, dann muss sofort der Rettungsdienst bei, wird sofort das Messer gezückt und es muss natürlich sofort geholfen werden. Und bei jemand anderem, der schwer verletzt ist, da wird der RTW gekabelt, wird die Behandlung verzögert und wird sogar riskiert, dass die Person verstirbt. Wenn man hier drauf drückt, tut es weh hier oben drauf? Okay, alles klar. Sonst noch irgendwie was verletzt? Ja, es war Seid mal bitte kurz ruhig. Wir wollen noch deine Freundin versorgen, oder? Ja, gut. Tut hier hinten irgendwas weh? Kopf. Ich nehme mal die Mütze ab. Tut das so weh? Okay. Puls ist auch gut tastbar, Thomas. Okay, hier ist alles soweit okay. Blutig in der Mütze. Okay. Nach vorne. Okay. Ja gut, hast du da eine kleine Platzwunde zugezogen. Kopfplatzwunde. Man sieht sie jetzt nicht, aber da ist Blut da, aber... Zumindest blutet es jetzt nicht gerade stark, aber es ist was da. Okay. Mit der Mütze. Also wir müssen dich auf jeden Fall mit unserer Kollegin ins Krankenhaus schicken. Es muss auf jeden Fall einmal nachgeguckt werden. Genau. Die Kollegin hat gerade schon den zweiten RTW geholt. Ja. Und das war, wie ist es jetzt gekommen? Ich meine, ihr habt euch jetzt hier irgendwie ein bisschen da gezofft und gerankt, aber was hat sie jetzt damit zu tun? Irgendjemand hat mich am Arm gepackt und ich dachte, die gehen jetzt gemeinsam auf mich los. Okay. Ich habe nach hinten ausgeschlagen und dann... Ich wollte einfach nur dazwischen gehen. Ich wollte meinen Freund beschützen. Okay. Sie wollte mir nur helfen. Ja. Er hat mich angegriffen und sie wollte mir nur helfen. Ich habe dich angegriffen, Alter. Sonst noch irgendwo Schmerzen, sonst noch irgendwo verletzt. Das heißt, Ellenbogen ins Gesicht, einmal gestürzt, Platzwunde. Okay. Okay, aber es geht. Wir haben hier natürlich mitbekommen, dass sich hier eine Schlägerei entwickelt hat. Es wurde ein bisschen hin und her geschubst. Es wurde im Vorhinein durch die Jugendlichen natürlich massiv provoziert. Seine Frau wurde verletzt. Er selber hatte Angst um seine Frau, wurde halt weiterhin drangsaliert, ohne irgendein Mitgefühl. Und ja, dann ging es halt hin und her. Es wurde geschubst. Dann, weiß ich nicht, hat er sich wahrscheinlich angegriffen gefühlt, wollte sich verteidigen, hat dabei leider das Mädchen verletzt. Hätte sicherlich nicht passieren dürfen, als Erwachsener gerade auch. Aber ich denke mal, in so einer Situation, auch unter dem emotionalen Stress kann einem schon mal irgendwo die Sicherung durchbrennen. Und er hat ja nicht mit Absicht zugeschlagen, sondern es war ja einfach nur eine Affekthandlung. Und das so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb ja auch noch dabei. Endlich ist das nachgeforderte Rettungsteam vor Ort. Denn die schwerverletzte Frau des Ladenbesitzers im Krankenwagen muss dringend in die Klinik. Notfallsanitäter Philipp Stehling weist die Kollegen ein. Sie übernehmen die Versorgung des Mädchens. Beide Rettungsteams warten immer noch auf die Polizei, um die Situation für alle zu sichern und eine ungestörte Abfahrt zu ermöglichen. So, also Katja, als Info für dich. Wir haben also gerade eine zweite Patientin, hat einfach nur einen Ellenbogen abbekommen. Okay. Jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Fraktur oder ähnliches an der Nase. Nichts Wildes. Wir haben einmal. Vorsichtig, genau. Wir haben einmal an den zweiten RTW übergeben. Sie ist soweit stabil, aber mit ihr wollen wir halt jetzt halt ans Krankenhaus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da. Also wir haben jetzt alles hier soweit fertig. Wir können direkt fahren. Okay, gut. Perfekt. Polizei ist auf dem Weg. Ja, RTW das Messer habe ich noch hier und die Wodkaflasche liegt ja auch noch da. Das, ne? Dann holen wir die Polizei ins Krankenhaus und die kümmern sich dann. Und wir müssen auf der Polizeidienststelle vorbei. Ich meine, es muss ja auch Anzeige noch geben. Thomas und ich sind schon mal im Einsatz mit einem Messer bedroht worden. Das war wirklich nicht angenehm, denn wenn man mit einem Messer bedroht wird, dann ist es sehr, sehr gefährlich, weil ruckzuck kann die Person zustechen. Ja, die Bilder von damals kamen mehr oder weniger jetzt wieder hoch und ja, der Schauer lief eiskalt über den Rücken. Ja, wie geht es jetzt weiter für die Patienten? Das war ganz schön aufregend, oder? Wir müssen gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall dringend in die Klinik kommen. Wir haben zwar einen zweiten RTW, der kümmert sich um die zweite Patientin, aber die erste, die wir hatten, ist auch viel kritischer. Die Werte sind gar nicht mal so gut, aber halten sich stabil und wichtig ist für uns sofort, dass wir in die Klinik kommen und sie noch weiter behandeln. Was
Ey, die Bullen! Ey, Leute, die Bullen! Ey, die Bullen. Ey, 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 ey! Was los ist euch? Ja. Ey, wo ist der Rest hier? Sind Sie alleine noch hier? Ja, anscheinend. Gut, wir haben die Meldung bekommen hier. Was war denn hier los? Schlägerei, irgendwas, was haben Sie beobachtet? Ja, ich stand daneben und die sind da drin. Ja, Gott sei Dank hatte ich zwei Kollegen dabei, auf die man sich in diesem Moment auch verlassen konnte. Das ist Gott sei Dank auch normalerweise der Fall, dass man zusammen reingeht und auch zusammen wieder rauskommt. So sollte es auch einfach sein. Und dementsprechend bin ich doch froh, dass es zumindest für uns und auch für die Patientin letztendlich noch gut ausgegangen ist. Der Polizei ist es gelungen, die randalierende Clique festzunehmen. Die Teenager werden sich vor einem Jugendgericht für ihr rücksichtsloses Verhalten verantworten müssen. Mira hat durch den Sturz eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. Thomas' Ehefrau musste an beiden Armen genäht werden. Den Ärzten ist es gelungen, die Scherbe zu entfernen und die Blutung zu stoppen. Sie und ihr Mann haben Anzeigen gegen die Randalierer wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung erstattet.